Hallo meine Lieben und willkommen zu einem Quick and Dirty Pilates Bauchworkout. In den kommenden 7 Minuten trainieren wir die oberen, die unteren und die seitlichen Bauchmuskeln und natürlich auch dein Powerhouse, deinen Rumpf. Zwischen den Übungen erwartet dich eine 10-sekündige Pause. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 21-Tage-Pilates-Challenge. Das Workout-Programm, um deinen gesamten Körper auf sanfte Art und Weise zu stärken und zu definieren. Alle Informationen und den Link zur kostenlosen Challenge findest du unten in der Videobeschreibung. Um das Beste rauszuholen, power dieses Workout gerne im Rahmen meiner kostenlosen Challenge durch. Bereit? Dann roll dir deine Matte aus und lass uns loslegen. Wir starten in Rückenlage. Bring deine Arme nach hinten, streck dein rechtes Bein und beide Füße durch und heb dein linkes Bein rechtwinklig an. Mit der nächsten Einatmung komm hoch, heb deinen Oberkörper an, bring deine Hände in Richtung rechten Fuß und mit der nächsten Ausatmung komm wieder zurück. Einatmen, roll die auf, ausatmen, komm wieder tief. Sehr gut. Achte auf der Atmung, einatmen, roll die auf, ausatmen, komm tief und wechsel jetzt die Seite. Heb dein rechtes Bein rechtwinklig an, drück deinen unteren Rücken in die Matte, einatmen, roll die auf, ausatmen, komm wieder tief. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Leg deinen Kopf ab, bring jetzt beide Hände unter deinen unteren Rücken und von dort aus streck beide Beine in einer diagonalen Linie nach vorne, bring dann deine Knie in Richtung Brust und heb dann deine Hüfte kontrolliert mit gestreckten Beinen und Füßen an. Leg deinen Kopf auf der Matte ab und ganz wichtig, achte dabei darauf, dass dein unterer Rücken, während du deine Beine nach vorne streckst, auf der Matte bleibt, um deine Wirbelsäule zu entlasten. Und Hälfte. Bleib dran. Ein paar Wiederholungen machen wir noch. Sekunden noch, gemeinsam halt mal durch. Du darfst ganz besonders die unteren Bauchmuskeln spüren. Sehr gut und ablegen. Für unsere Roll-Ups streck deine Arme hinter deinem Kopf und deine Beine und deine Füße komplett durch. Mit der nächsten Einatmung roll die nach vorne und lass dich von deinen Armen unterstützen, indem du sie über die Seiten nach vorne bringst und komm dann wieder kontrolliert und Wirbel für Wirbel zurück. Einatmen, zieh die nach vorne. Sehr gut. Und ausatmen, roll die ab. Streck Beine und Arme durch, leg deinen Kopf ab. Sehr gut. Einatmen, komm hoch. Und ausatmen, roll die kontrolliert Wirbel für Wirbel ab. Genieß diesen Flow aus Stretch und Kraft. 10 Sekunden haben wir noch. Sehr gut, bleib dran. Und lösen. Komm jetzt auf deinen rechten Unterarm, streck deinen linken Arm über deinen Kopf und mit der nächsten Ausatmung heb deine Beine und greif, während du deinen Oberkörper anhebst, nach deinen Füßen. Dann atme ein und leg kontrolliert wieder ab. Atme aus, heb deine Brust, heb deine Beine und atme ein, komm wieder zurück. Um deine Beine anzuheben, darfst du deine Hüfte aufdrehen. Streck deine Finger durch, wenn du damit noch mehr Stabilität wahrnimmst.
und lass dir ruhig Zeit bei der Ausführung. Sehr gut. Wir wechseln die Seite. Komm auf deinen linken Ellbogen, richte ein und atme dann aus. Heb deine Brust, heb deine Beine und atme ein, komm wieder zurück. Zehn Sekunden noch. Noch 4, 3, 2, 1 und durchatmen. Von hier aus roll den Anfang deiner Matte etwas um, damit wir für unsere nächste Übung einen sanften Untergrund für unsere Knie haben. Und dann komm mit beiden Knien auf die Polsterung, bring deine Arme nach vorne und mit der nächsten Einatmung lehn die zurück. Halt deine Wirbelsäule gerade und atme aus, komm wieder nach vorne. Atme ein, lehn die zurück, spann dein Po und deinen Bauch fest an und atme aus, komm wieder nach vorne. Sehr gut, bleib jetzt nach hinten gelehnt, Arme bleiben gestreckt und mach jetzt kleine Pulse. Es müssen gar keine großen Bewegungen sein, aber so, dass du neben deinem Rumpf auch deinen Po und deine Beine spürst. Sehr gut, lös auf, roll deine Matte wieder aus und komm entweder in den High Plank oder, wenn du deine Handgelenke entlasten möchtest, gern auch auf deine Unterarme auf die Matte. Bring jetzt dein rechtes Knie in Richtung rechten Ellbogen, schieb deine Hüfte nach unten und wechsel dann die Seite. Einatmen, rechtes Knie zum rechten Ellbogen, ausatmen, komm wieder zurück in den High Plank. Gut, die letzten Wiederholungen, bis wir unserem Workout einen süßen Abschluss schenken. Und spring jetzt entweder mit beiden Füßen außerhalb deiner Matte auseinander und wieder zusammen oder bleib im High- oder Low-Plank. Bei allen Varianten darfst du darauf achten, deinen Bauch unbedingt anzuspannen. Es ist quasi die Sauerkirsche auf unserem Quick and Dirty Pilates Bauchworkout und du schaffst es. Die letzten 10 Sekunden. Bleib dran, gemeinsam mit mir. Sehr gut. Und absetzen. Gratuliere. Ich hoffe, dieses Workout hat dir gut getan und du genießt dieses mega Gefühl nach diesen 7 Minuten. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dann lass dem Video gerne deinen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, um keines meiner Workouts oder meiner kostenlosen Workout-Challenges mehr zu verpassen. Und schreib mir gerne in die Kommentare, welches Pilates-Workout du dir denn vielleicht als nächstes wünschst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem meiner nächsten Workouts wiedersehen.